Hab ihn. Weapons on the ground. Kollege, was machst du da? Nicht jetzt hier. Ihr geht. Nur für eine Beförderung? I am glad to be out of that place. I never knew fresh vegetables could smell so bad. Ja, war bestimmt frisches Gemüse. Wahrscheinlich schon abgelaufen. What? So. Wir haben jetzt mega viele Hinweise. Wohnsitz. Jetzt wäre hier der Markt, wo es immer hingeliefert wird. Let's take a look at what's going on. Alles klar, mal schauen. Da drüben. Ach, guck mal an. Either these customers are serious soup lovers, or I think we found our middleman. Car 11 King to KGPL. Car 11 King, go ahead. I'm requesting assistance in a B-wagon at 20th Century Markets, 1558 North Highland. Numerous narcotic suspects. Code 2 only, no sirens. 11K, roger. Okay. Cavalry should be here any minute. Da sind sie. Ja, wie die fahren. Oh, da rennen sie schon. Wie kleine Hühner. Euer Ernst? LAPD, nobody move! I'll take my chances. No Bewegung! Stop it! You not Bewegung machen dürfen. Ey! Ey! Schlägerei, dein Ernst? Was soll der Scheiß? Bist du wahnsinnig? Haben meine anderen Feinde dir nichts von erzählt, dass ich Straßenkämpfer bin und ihn umgehauen hab? Komm her! Kombo! Ich bin der Kombo-Meister! Achtung, Bauch und Kopf. Ah, das war noch nicht alles. Ah, komm her, nimm die Deckung raus. Oh Gott, das war nicht gut. Okay, guten Tag, ich bin wieder da. Bist du bereit? Nimm die Deckung raus, du Sack. Ja, ja, und nochmal nach rechts. Sauber. Da ist er. What are you carrying? Hand it over. Los, gib her. I'd say he's got about half a can left. I guess that makes me a pessimist. Sehr interessant. You can't take me in. Take you in? Be glad he didn't shoot you. I wouldn't have chased you. If it was up to me, you'd be talking out of a hole in the back of your head. I want information. Señor, I would like to help you, but I got a family in Mexico I have to provide for, and my compadres are very unreasonable. Your compadres? Turn out your pockets. Ach, guck mal einen an. I need Ray to run down these silver dollars. Und alle haben was einzeln eingraviert. Kai. Okay. I need to make a deal. I need guarantees. You have identification? Moment. Mikro war nicht mehr on point. So, dann gucken wir mal, wie wir hier vor uns haben. Das Geld können wir erstmal nehmen. Sanchez Erto, Mexican, Tijuana address. Ah, Tijuana. Tijuana. Alles klar. Here's the deal, Erto. You give me information and I won't give you to immigration. Okay, vielleicht eine ganz kurze Pause. Nochmal hier mein Mikro alle nochmal ein bisschen besser stehen. May I go, officer? So, da sind wir wieder. Und jetzt können wir ihn mal hier schön fragen.
Mal ein bisschen Lidschatten auftragen. Auch wenn es nicht getroffen ist. So. Wissen über E.J. Aber erstmal was anderes. Erstmal hier, ob er die kennt. We know about Jorge and Juan. Juan is dead. Tell us how you know the Cruz boys. Ernesto put together this thing. He brought in Juan, Juan brought in Jorge. Mm-hmm. Continue. I was already here. Ernesto knows I'm illegal, so he threatened to report me if I didn't help. And the money is good. The gringos and the gringas, they love the reefer. And I didn't want to have to leave and start again in San Francisco. You're breaking my heart. Deshalb habe ich eben auch guter Kopf genommen, also dass er auch die Wahrheit sagt. Weil der kommt mir schon so vor, dass der einfach reingerutscht ist, ne? Und dass er jetzt gerade am Auspacken ist auch und nichts verheimlicht. Gerade jetzt, im Moment jedenfalls. Lieferung von dem Supermarkt. Von dem Dingsbums zum Supermarkt. Tell me about the soup cans. The soup is very popular, as you can see. Mal gucken, was er anschuldigt. I think you're the connection on the Mexican side. I think Ach, you're nein, you nein, like nein, to make out. Nicht. So now I'm nein. The big man in this? Nein, glaube ich nicht. Er ist auch einfach nur... Klar, hier sind diese Drogenlieferungen von dort. You don't ask, you never find out. Erto, you can skate on this. We're not interested in a flunky running a farmer's market. We want the people running the operation. You seem okay. But you can never trust a gringo who wants something. Hm, ja, okay, alles klar. Give me EJ, the driver bringing in the shipments, or I'll make you for it. I run the shop. That's all I do. Okay, jetzt ist vorbei, weil er mich eben schon angelogen hat. Und jetzt offenbar richtig angelogen hat und verarscht hat. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Start talking, Erto. I want the names of everyone involved. What difference does it make what I tell you? I'm still going to jail, no? You're going to jail, Erto. Our jails may be nicer than what you could expect in Mexico, but I could tie you up in red tape for years. Ja, wenn du es nicht sagen willst, you've got this one chance to cooperate, Erto. Give me your delivery boys, or you'll do every year that we were saving for them. All right. I... Na endlich. There's a shipment coming in tonight. To the soup factory. Parnell's soup factory. 1 a.m. Ernesto will be there. We should get some backup and stake out the cannery tonight. Warum jetzt erst? Warum nicht eben? Oh Mann, ey. Hat er uns zweimal verarscht, also dass wir nicht richtig waren. Unfassbar. Und ich vertraue dem Jungen hier auch noch. Dass er ein Ort... Dass er ein korrekter Typ ist vielleicht. Und nur reingerutscht ist. Unfassbar. CSN auf Tränendrüse machen und jetzt den zweimal angelogen, ne? Oder rausgeredet. Unfassbar. Wir haben aber trotzdem unsere Info bekommen und er kommt in den Knast. Punkt. Zwar der nicht mehr so lange für jeden Einzelnen, aber er kommt in den Knast. Tja. Naja, man kann nicht immer bei allem richtig liegen. Das Wichtigste ist, dass man die Infos rausgekriegt hat. Oh. Oh, geil. Observation hier. Wir observieren. Freddy said they were moving 50 pounds a week. That's a lot of soup cans. I think this is an interstate operation. Moving dope around the country to selected grasshoppers. Local weed gets distributed in the usual way, through Pachuco street punks. Someone must know something about this drug baron character. Here they come. Oh. Oh ja, da passiert was. Aha. Okay, zwei Leute. Schauen wir mal, was sie da auspacken. Let them unload the goods first.
Now, let's get them. Alles klar. Let's go. Wie komme ich hier rein? Oh Gott. Nein! Wow, scheiße! Alter, den habe ich aber voll zerfetzt. Den habe ich erwischt. Hallo? Ah! Aua! Meine Schulter! Bist du des Wahnsinns? Hände hoch! Letzte Chance! Ergeben Sie sich! Throw out the guns! Alter, den haben wir gleich zerrissen. Okay, Alles klar. Wir sind bereit, wir sind bereit. Alter, zwei haben wir ausgenockt. Okay. Jetzt sind wir hier bei der Suppendingsbums, wo wir vorhin noch befragt haben. Und jetzt wird hier geballert. Wow! Ah, ich kann nicht weg, ich kann nicht weg. Oh Gott, die Steuerung ist dafür echt doof. Alter! Oh, Kollege ist da. Wow! Ja, das ist, ey. Das Problem ist die Steuerung. Ich kann mich ja nicht schnell bewegen oder irgendwas. Oder so seitlich bewegen kann ich auch nicht. Das ist die Scheiße. Deshalb ist es ganz schwer mit Entdeckung und alles. Oh Mann. Das ist natürlich doof. Hab ihn. Und weiter. Ja, komm. Ey, das ist so bescheuert leider. Tut mir leid. Weil du hast hier keine festen Möglichkeiten. Wenn du allein schon seitlich gehen könntest, links und rechts, ne, kenne ich auch von Blood and Truth zum Beispiel. Wenn du das könntest, dann wäre nochmal ein Unterschied, aber was anderes. Everyone in the position. Haha. Go, Phil. Get in there. Ey, du wirst getroffen, Alter. Was ist mit dir los? Ab ihn. Weapons on the ground. Kollege, was machst du da? Nicht jetzt hier. Ihr geht. Nur für eine Beförderung? An so einem Ort? Okay, pass auf, pass auf. Hab ihn. Ich bin mit einer Kugel erwischt. Okay, let's go. How long do you think you can hold out? Wow! Der lebt ja noch! Oh, scheiße! Frage ist, können wir da rein und Sturmgewehr holen? Jetzt machen wir den Rambo! Jetzt machen wir den Rambo! Haha! Haha! Das sind aber noch mehr! Bereit? Meine Mütze, mein Hut ist weg. Throw out the guns. Deckung, Deckung. Nein. Oh.
Scheiße! Verfluchte! Waffe runter! That's the last of them, Cole. Yeeha! Oh, scheiße. Scheiße.